Herzlich willkommen zu einem Blick in unseren Alltag. Heute zeige ich dir, wie du ohne Hochdruckreiniger die Einstiege sauber machen kannst. Ich habe schon öfter gehört, dass einige von euch noch sehr großen Respekt haben, mit dem Hochdruckreiniger Einstiege auszukerchern. In der Regel ist es wirklich einfach, aber ich kann schon verstehen, dass man gerne einmal dabei sein will und live zu gucken will, wie man es gemacht hat und dann das erste Mal unter Anleitung machen will. Deswegen in diesem Video eine Möglichkeit, mit einem Dampfreiniger, der auch haushaltsüblich ist, also kein 800, 900.000 Euro Gerät, die Einstiege genauso intensiv zu reinigen wie mit dem Hochdruckreiniger. Dauert einen Tick länger, funktioniert aber auch. Und damit wollen wir gleich anfangen. Wir haben das perfekte Beispiel rausgesucht. Golf Eos parkt nur draußen. Ich vermute, noch nie intensiv gewaschen. Und so sieht das ganze Auto, insbesondere auch die Einstiege, aus. Ein weißes Auto, das heißt, man sieht natürlich auch perfekt, wo der ganze Schmutz sitzt und vor allen Dingen, ob er dann effektiv entfernt wurde. Ja, auch hier in der Tiefe wirklich dunkelgrau bis schwarze Bereiche rund um die Scharniere, gerade da, wo Fett sitzt. Hier gleich der Hinweis von Anfang an. Überprüfe, ob du bei deinem Fahrzeug die Scharniere nachfetten musst. Es gibt wartungsfreie, da musst du gar nichts machen, steht aber im Bordhandbuch und dann kannst du das am Ende nochmal nachfetten. Das wird jetzt hier in dem Video nicht weiter gezeigt. So, wir sprühen als erstes einen intensiven Reiniger rauf, der wirklich effektiv arbeitet. Wir haben hier eine Verdünnung 1 zu 20 verwendet von dem Intensivreiniger. Unten im Video ist der verlinkt und sprühen den auf alle Bereiche gut auf. Der Schaum wird verwendet, weil der Reiniger einfach länger wirken kann und nicht so schnell antrocknet. Da wir hier so eine massive Verschmutzung haben, trocknet der Reiniger generell schneller. Und da hat Schaum den Vorteil, dass er immer wieder nachsackt, länger feucht bleibt und damit länger wirkt, ohne einzutrocknen. Tankdeckel auch der absolute Klassiker. Die Tankklappe, kleiner Spoiler, wird am Ende von innen wieder relativ weiß. Das muss so nicht sein. Nach einer Einwirkzeit von einigen Minuten gehen wir mit einem Dampfreiniger und hier gibt es so eine Powerdüse für den SC5, gehen wir einfach einmal intensiv durch die Einstiege durch und lösen den ganzen Schmutz an. Wunder dich nicht, ein Teil wird schon entfernt, ein Teil wird aber auch nur angelöst und danach kannst du den Rest einfach mit einem feuchten Waschhandschuh entfernen. Aber erstmal zu diesem Schritt. So gehst du einfach mit wirklich genügend Zeit durch alle Bereiche. Trag bitte unbedingt eine Schutzbrille, denn wenn hier was spritzt von Intensivreiniger und Dreck, willst du es nicht im Auge haben. Weiterhin sollte der Raum gut durchlüftet sein. Der Dampf trifft zwar mit deutlich unter 100 Grad auf und verdampft jetzt nicht unbedingt den Reiniger, aber trotzdem muss man das jetzt hier nicht volle Lotte einatmen. Das heißt, da hilft es auf jeden Fall, Arbeitsschutz zu tragen. Und hier siehst du absolut, wie hardcore verschmutzt, wie verfettet, wie klebrig. Ich weiß gar nicht, ich finde dafür kaum Worte. Hier so ein Tankdeckel ist, wenn man den nie pflegt. Das heißt, da reicht der Dampfreiniger alleine nicht aus. Er ist erstmal eine ganz gute Hilfe, um den Dreck einmal anzulösen. Wir sind jetzt einmal hier grob rübergegangen mit dem Hochdruckreiniger. Ich würde das jetzt einmal mit dem Hochdruckreiniger abspülen. Und ja, ich kann jetzt hier 20 Minuten stehen und hier das reinfräsen, aber ich kann auch einfach einmal da einen Handschuh nehmen, drüber reiben. Das ist die Innenseite vom Tankdeckel, da muss man mal pragmatisch sein. Aber man könnte jetzt natürlich auch, ihr habt es gesehen, ich habe hier auch einen kleinen Smiley reingezeichnet, alles komplett nur mit Dampf beseitigen. Aber auch hier an der Türinnenkante zum Beispiel ist wichtig, dass der Sand weg ist, dass der fette Dreck angelöst ist, losgelöst ist. Und dann können wir da während der Wäsche ganz normal mit dem Handschuh durchgehen. Und dann sind die Einstiege auch tipptopp sauber. Wie gesagt, immer nur wichtig, dass ihr vorher auf irgendeine Weise mit einem Dampfreiniger oder jetzt mal vorsichtig mit einem Schlauch oder auch einer Gießkanne den losen Sand wegspült, dann könnt ihr doch mal mit dem Handschuh drüber gehen. Als nächster Schritt kommt die normale Vorreinigung, Vorwäsche, Felgenreinigung, also alle Schritte, die du bei der Reinigung jetzt vollziehen würdest. Ich würde, wie gesagt, den ersten Schritt der Einstiege als allererstes machen, damit da der eventuell das Wasser auf dem Lack oder irgendwelche anderen Schritte, die du vorher gemacht hast, nicht antrocknet. Jetzt können wir ganz normal weiterarbeiten, Vorreiniger rauf, abkerchern und dann, wenn es an die Hauptwäsche geht, geht es auch mit unseren Einstiegen weiter. Kleiner Tipp noch, du kannst die Einstiege gerade von vornherein, wenn du möchtest, einmal in die Kanten mit dem Hochdruckreiniger von außen halten. Das hat den Vorteil, dass schon mal Sand und Dreck rausgespült wird. Hier beim Tankdeckel siehst du, es ist an sich kein Problem, im Hochdruckreiniger anzugehen. Spritzt ein bisschen, aber geht ohne Probleme. So, jetzt kommt der Handschuh zum Einsatz. Wie gesagt, verwende dafür bitte einen separaten Eimer oder einen separaten Handschuh, je nachdem, mit welcher Waschmethode du arbeitest und arbeite dich durch die Einstiege durch. Warum separater Handschuh? Ganz einfach, hier ist noch relativ viel Dreck und auch klebriger Dreck und vielleicht noch ein bisschen Sand. Das wollen wir am Ende nicht auf dem Lack haben. Alternativ kannst du das auch am Ende nach der Wäsche machen, wenn du eh nicht mehr an den Eimer ran musst. Arbeite gerne mit so einem Zottelhandschuh, gerne beidseitig, so kommst du effektiv wirklich in die kleinen Ritzen und Scharniere. Kannst auch nochmal mit dem Pinsel arbeiten, ist aber in der Regel nicht unbedingt nötig. Und dann jetzt nochmal der kleine Tipp, wenn jetzt hier irgendwo noch ein Schmutzbereich ist, der sich nicht lösen will, dann geh einfach nochmal kurz mit dem Dampfreiniger drüber und danach direkt mit dem Handschuh, dann geht das eigentlich ziemlich gut und ziemlich einfach. Wie gesagt, wir können ja auch mit Pinseln, Wattestäbchen und Co. arbeiten, aber gerade diese Scharnierhandschuhe durch ihre Zotteln ermöglichen uns eine effektive Reinigung. Spül den Handschuh regelmäßig im
einmal aus, damit du den Sand auch entfernst. Und jetzt hier kommt bei mir nochmal eine eigentliche Felgenbürste zum Einsatz, um wirklich nochmal in die Tiefe der Scharniere zu gelangen. So, als letzten Schritt spüle ich den gelösten Dreck, der noch nicht im Handschuh gelandet ist, mit einem Wasserschlauch weg. Das kann man auch mit einer Gießkanne machen. Einfach nochmal ein leichter, fließender Wasserstrahl, der effektiv den Sand entfernt. Und hier habe ich ja gesagt, werden wir wohl ein bisschen rubbeln müssen, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier gehe ich jetzt mit einem nicht mehr ganz so tollen, also mit einem aussortierten Chinelhandschuh ran und rubbel da das Fett so ein bisschen runter. Ist halt die Tankinnendeckelseite. Wird mit Sicherheit in der minimale Kratzer entstehen, aber was will man machen. Auch hier geht der Dreck immer noch nicht ganz weg. Knete hat leider auch nicht funktioniert, deswegen hier ein Melaninschwamm, sogenannter Schmutzradierer. Bitte damit sonst nicht auf den Lack gehen. Nur in Ausnahmefällen wie hier auf der Innenseite vom Tankdeckel ist das mal eine Option. Und auch hier geht it's all about the details. Da Achtung, die Bürste muss wirklich sauber sein. Der Lack bitte auch, wenn du da so an den Lack kommst. Und ich gehe in die Kanten um den Tankdeckel auch nochmal mit dem Pinsel rein. Wie gesagt, immer dran denken, wenn ihr Sand in der Bürste habt, immer weit weg vom Lack, seid da ein bisschen vorsichtig, um den Lack nicht zu zerkratzen. Und wascht die umliegenden Bereiche vom Tankdeckel auf jeden Fall, damit dort kein Sand mehr ist. Wir gehen mit allen möglichen Werkzeugen, die wir so haben, in die Ecken und Kanten, damit wir ein optimales Ergebnis erzielen können. Das hier wäre zum Beispiel auch die Variante, wenn man sich mit der Felgenbürste nicht rankaut. So, die Einstiege sahen schlimm aus. Sie sehen erstmal gut aus, aber der Sicherheit halber gehe ich sie auch nochmal da, wo ich rankomme, mit einer Lackreinigungsknete durch. Dafür einfach Gleitmittel drauf sprühen mit einer Lackreinigungsknete drauf. Und fertig sind wir. Anschließend kann die Fahrzeugwäsche erfolgen. Wie gesagt, wer mit dem gleichen Eimer arbeitet, macht bitte erst die Fahrzeugwäsche und dann am Ende die Einstiege. So, und auch hier, man sieht in den letzten Ritzen und Kanten da drin ist noch ein bisschen was. Da könnte man jetzt mit einem Tuch, mit Politur oder mit einem Wattestäbchen noch nacharbeiten für ein perfektes Ergebnis. Aber ich denke, um die Methode zu zeigen, ist das hier relativ klar geworden und das Ergebnis ist, glaube ich, dennoch sehr beeindruckend. Kaum zu glauben, die Einstiege waren mal schwarz, sind jetzt wieder weiß. So schwierig, kann einfach sein, war auch ein Extremfall, aber so kann man Einstiege reinigen ohne Hochdruckreiniger. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen, bis zum nächsten Mal. Hau rein!